Und zwar möchte ich den Vortrag in zwei Punkte aufteilen, weil wir haben ja das Thema gewählt, auf immer mit Thomas Hammann abgesprochen, Angst, Furcht und Hoffnung im Lichte des Dharmas. Nun müssen wir natürlich erstmal wissen, was ist eigentlich Angst, was ist Furcht. Und damit müssen wir uns erstmal ein bisschen beschäftigen. Ich habe deswegen den Vortrag ein bisschen aufgeteilt. In einerseits habe ich ihn aufgeteilt in einen Teil 1, wo es darum geht, wo ich erst einmal von der psychotherapeutischen und psychologischen Sicht versuche zu verdeutlichen, was eigentlich Angst und Furcht ist. Ja, damit wir überhaupt erstmal ein gemeinsames Level haben. Danach, wenn noch Zeit ist und ich nicht vollständig heiser bin, ja, ich habe jetzt so viele Vorträge gehalten im Augenblick, ein bisschen heiser auch, werde ich noch ein bisschen eingehen und Hinweise zum Umgang mit Angst geben. Das sind Praxishinweise, die klassisch im Buddhismus genannt werden, aber auch Praxishinweise, die ich im Verlaufe von vielen Gesprächen mit Klienten gemacht habe und erlebt habe und auch eigene Hinweise, wo ich praktisch an mir selbst gearbeitet habe und einfach auch das mit euch teilen möchte, was ich da eigentlich so entdeckt habe. Okay, wenn wir das Wort Angst hören, dann kriegen wir alle Muffensausen. Und wenn wir das Wort Furcht hören, in der Regel auch. Es gibt einen sogenannten, in der Psychologie, ich spreche jetzt im ersten Teil darum, es gibt in der Psychologie einen sogenannten Formenkreis von Angst bzw. Furcht. Wir müssen erst einmal unterscheiden, was eigentlich, wie unterscheiden sich Angst und Furcht? Also Angst ist oft diffus, also nicht greifbar, frei flottierend, also mal hier, mal da, oftmals ein unklares Gefühl von Bedrohung und es ist hauptsächlich nicht objektgebunden. Das heißt also, Angst hat jetzt nicht ein Objekt, wovor wir uns ängstigen. Das Wort Furcht unterscheidet sich von Angst, weil es einfach das Gegenteil eigentlich von Angst ist. Es ist nicht diffus. Ja? Oftmals hat es ein direktes Objekt, welches die Furcht auslöst. Es ist also eine objektgebundene Angelegenheit. Wir sprechen ja auch zum Beispiel davon, ich habe Furcht vor, wenn wir jetzt bei phobischen Strukturen sind, ich habe Furcht vor Hunden. Ja? Umgangssprachlich ist es allerdings so in der deutschen Öffentlichkeit, auch in der Fachliteratur, dass Angst und Furcht ganz häufig mit einem Wort verbunden werden. Also Angst und Furcht sind das Gleiche. Wissenschaftlich gesehen müssen wir das unterscheiden in zwei Bereiche, obgleich mittlerweile auch viele Psychotherapeuten und auch größere Autoren sagen, dass Angst und Furcht doch jetzt wieder zusammen ist. Es gibt eine Schule, die sagt, wir müssen es trennen, die andere Schule sagt, wir müssen es als ein Wort zusammenfassen. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, in der Regel Angst und Furcht zuzulassen. Keiner macht das gerne. Wenn wir uns ängstigen, dann haben wir häufig ein Gefühl, dass wir das gerne verstecken wollen, dass wir es überspielen wollen oder, wie das so schön heißt, so, dass wir das abwehren, indem wir es unterdrücken, fliehen, es kleinreden oder uns einfach auch mit Drogen oder mit anderen Ablenkungen beschäftigen, ja nicht um die Angst wirklich in unser Leben zu lassen. Ja? Und genau das ist ein Punkt, der auch im Buddhismus eine große Rolle spielt, weil es geht eigentlich im Buddhismus hauptsächlich darum, dass wir Angst und Furcht erst einmal in uns entdecken und dass wir nicht in eine Situation geraten, wo wir unsere automatischen Reaktionsmuster wieder haben. Also ich ängstige mich und irgendetwas passiert mit mir und ich versuche davor zu fliehen oder ich versuche es wegzudrücken oder es sogar mit aller Gewalt zu unterdrücken. Also wir haben in unserer Gesellschaftsform ist es häufig so, dass Angst und Furcht zu zeigen immer noch ein Tabu darstellt. Weil das hat auch ganz viel mit Rollenverhalten zu tun. Diese alten Archetypen sind immer noch in der Regel vorhanden. Und zwar in der Hinsicht, dass wir sagen, Männer zeigen in der Regel keine Angst. Weil von einem Mann wird erwartet, stark zu sein, ein mutiger Held zu sein oder wie auch immer.
Bei Frauen ist es schon so, dass man Frauen schon eher etwas zubilligt, dass sie Angst haben dürfen und auch ihre Furcht ausdrücken dürfen. In der Regel bedeutet das eigentlich, dass wir, wenn wir Angst und Furcht haben, uns ganz ehrlich eingestehen sollten, dass Frauen viel näher anscheinend an ihren Gefühlen sind als Männer, die in der Regel diese Gefühle recht schnell unterdrücken oder sie nicht wahrhaben wollen oder eben Alkohol zu sich nehmen oder irgendwelche anderen Dinge tun, um das nicht zuzulassen. Wir wollen uns also keine Blöße geben und wir wollen wirklich unangreifbar sein. Ganz ehrlich, was bedeutet das, wenn wir uns keine Blöße geben wollen, wenn wir unangreifbar sein wollen? Es bedeutet, dass wir sehr, sehr, sehr viel Energie aufwenden müssen, um so zu funktionieren, wie wir sind, weil wir uns ja eben keine Blöße geben müssen wollen. Und das bedeutet, wir müssen da in diese ganze Showveranstaltung müssen wir sehr viel Energie reinstecken. Und das führt dann auch häufig dazu, dass man neben dem Angstgefühl, was man erlebt, auch noch sehr, sehr erschöpft ist, weil man eben so viel Energie in die Abwehr oder in den guten Schein reinlegt. Und das müssen wir uns klar machen, dass das eigentlich keine gute Handhabung ist. Ich werde nachher noch darauf eingehen, indem ich sage, was es für Hinweise mit dem Umgang mit Angst und Furcht gibt, wo wir einfach mal experimentieren können, wo wir sehen können, welche Hinweise ich geben kann. Oder welche Dinge ich auch persönlich anwenden kann. Wir haben in der Regel auch sehr viele Ausdrücke dafür, wie wir Angst kaschieren. Es sieht häufig so aus, dass wir sagen, ach ja, ich fühle mich angespannt. Oder ich fühle mich so ein bisschen nervös in den letzten Tagen. Oder ich bin immer so unruhig, so körperlich. Oder ich fühle mich so ein bisschen getrieben und habe Stress. Das sind so typische Ausdrücke, wie wir eigentlich gesellschaftlich konform sagen können. Ah ja, ich habe Angst. Aber keiner sagt es, sondern er benutzt diese Wörter dafür. Jeder weiß eigentlich, woran es geht, worum es geht. Jeder spürt, wenn ich angespannt bin, wenn ich unruhig bin, wenn ich Stress habe oder wenn ich nervös bin oder mich getrieben fühle, weiß jeder, dass es eigentlich Angst ist. Aber keiner spricht es offen aus. Ja, und das scheint immer noch ein großes Tabu in unserer Gesellschaft zu sein. Angst wirklich zu benennen und es auch zu kommunizieren, respektive es manifestieren zu lassen und es auszudrücken. Gucken wir uns mal das Wort Angst an. Wo ist es der Wortstamm, also die Etymologie? Das Wort Angst kommt vom indogermanischen Wort Ang. Ang bedeutet so viel wie Enge, Bedrücktheit oder auch eingeschnürt sein. Ja, also wir sehen, das Wort Angst und Ang ist sehr, sehr verwandt. Ja, und da können wir auch sehen, dass das, wie gesagt, eine sehr, sehr große Nähe zu diesen beiden Termini gibt. Okay, kommen wir mal zu den Punkten, was sind so psychische Parameter der Angst und der Furcht? Also, was bedeutet das, wenn ich Angst erlebe? Was geht ab in mir? In der Regel haben wir wenn wir eine akute Angstsituation haben, einen erhöhten Blutdruck. Wir haben eine erhöhte Pulsfrequenz. Manchmal oder viele Leute leiden unter Verstopfung und Durchfall. Es gibt sogar bei manchen Leuten, wenn sie Herzrasen haben, schnell Herzrhythmusstörungen. Es gibt starke Transpiration. Es gibt erhöhte Nervosität. Es gibt diese starken Erschöpfungszustände, die früher als vegetative Dystonie bezeichnet worden sind. Wenn man vor 20 Jahren zum Arzt gegangen ist und man hat gesagt, ich habe ein bisschen Stress, da hat der Arzt gesagt, nehmen Sie Baldrian oder ich schreibe Sie eine Woche krank. Und da stand auf dem Krankenzettel, auf dem gelben Zettel drauf, vegetative Dystonie, also nervliche Erschöpfung. Ja? Dann gibt es in der Regel ganz häufig Magenbeschwerden, und zwar eine Magensäureüberproduktion. Das merken wir, indem wir Schmerzen haben. Anderer Punkt ist noch bei Angst, dass wir Aggressivität erleben und was immer mit Angst zu tun hat, was immer mit Angst eine Verbindung hat, ist Depression, also depressive Episoden. Auf der anderen Seite sehen wir bei Angst auch noch häufig als Reaktion, dass wir einen Alkoholmissbrauch haben, Medikamentenmissbrauch, also Aufputscher und Tranquilizer.
Es kommt ganz häufig bei Angststrukturen vor, dass es sogenannte erektile Dysfunktion, also Impotenz, kurzfristige Natur gibt bei Männern. Ja. Und es gibt Zittern, unwillkürliches Muskelzittern, Einschlafstörungen und Aphasie, also Wortfindungsstörungen. Das erst einmal zu den körperlichen und geistigen Dingen, die mit Angst zu tun haben. Soziale Parameter von Angst und Furcht sind, dass wir eigentlich beginnen, wenn wir Angst haben und die Angst länger anhält, dass wir beginnen, uns zurückzuziehen. Also ich habe das so gesagt, dass wir einen sozialen Rückzug machen. Wo wir früher drin waren, wir waren jetzt meinetwegen hier ins buddhistische Zentrum oder wir sind bei einem Taubenzüchterverein oder Karnickelzuchtverein oder wie auch immer, wir machen all diese ganzen Dinge, aber die Angst hat uns so stark im Griff und auch unsere depressive Reaktion darauf, dass wir uns immer mehr sozial zurückziehen. Das heißt häufig auch, dass wir unsere Arbeit nur noch funktional machen, ja, dass wir immer mehr aus unserem Freundeskreis uns zurückziehen, dass wir sportliche Aktivitäten einstellen und es hat ganz damit zu tun auch, dass wir bei dem Arbeitsplatz natürlich auch, weil uns die Angst permanent überschwemmt, wir natürlich auch dann Konzentrationsschwierigkeiten haben und dann einfach auch nicht mehr so richtig funktionieren können. Das wiederum hat zur Folge, dass wir häufig zum Arzt gehen und der uns krank schreibt. Und das ist natürlich für viele Unternehmen dann auch eine Situation, wo man dann in so einen Teufelskreislauf ist. Eigentlich kann man nicht arbeiten, man zwingt sich immer zur Arbeit hin, weil man wiederum Angst hat, schon wieder Angst, dass man entlassen wird. So kommt man in einen Zirkulus Viciosus rein, der wirklich sehr schlimm ist für viele Leute. Und darunter leiden sie auch sehr stark. Was Angst aber auch noch bedeutet, ist, wenn wir sehr Wortfindungsstörungen haben, wenn wir Angst stark spüren, was bedeutet es hauptsächlich? Ein wichtiger Punkt ist in meiner Wahrnehmung, dass sehr, sehr viele Menschen, die unter Angst leiden, Souveränitätsschwierigkeiten haben. Sie fühlen sich nicht stark, ziehen sich dadurch zurück, sie vertreten nicht mehr ihre Meinung und sie verlieren ganz häufig auch die Konfliktfähigkeit. Ein souveräner Mensch kann sagen, das mache ich oder das mache ich nicht. Da gehst du zu weit oder da hast du eine rote Linie überschritten. Der ängstliche Patient oder der angstkranke Mensch empfindet ganz häufig so, dass seine Souveränität, die er hat, eingeschränkt, vermindert ist. Es kommt dann zu Stottern, es kommt dann dazu, dass man Angst hat, sich durchzusetzen, es kommt dann dazu, dass man noch mehr Angst hat, Konflikte einzugehen und das bedeutet, dass man dann in die innere Emigration geht und eigentlich von der Angst selber getrieben wird und dadurch die Angst noch viel stärker wird. Das ist eine ganz fatale Kettenreaktion, die häufig auftritt. Und die sehr unangenehm ist. Also der Souveränitätsverlust, den kennen wir alle auch, wenn wir mal eine schwache Phase haben, wo man zum Beispiel im täglichen Leben sagt, jetzt habe ich mich geärgert, dass ich dem oder dieser Person nicht die Wahrheit oder nicht gesagt habe, wo es lang geht. Das verstärkt mit Angst und Depressionen oder mit Reaktionen führt dazu, dass wir unsere Souveränität vollständig nach und nach verlieren und uns wirklich auch sehr schwach fühlen. Keine Durchsetzungsenergie mehr haben. Oder wie das so schön in der Fachsprache heißt, unsere Vitalenergie, also unsere Durchsetzungsfähigkeit, unsere Leistungsfähigkeit, aber auch unsere Körperlichkeit wird eingeschränkt. Wir kriegen einen Buckel, wir gehen schief, wir haben nicht mehr die Vitalität, die wir eigentlich haben müssten, wenn wir unter keiner Angst leiden würden. Es ist so ein Punkt, warum wir uns dann so stark zurückziehen. Und warum diese ganze Angelegenheit auch so schwierig ist. Die Angelegenheit wird deswegen so schwierig, weil wenn wir uns immer mehr zurückziehen, immer mehr oder immer weniger Konflikte eingehen, wir natürlich eigentlich unsere Ängste nur verstärken. Es ist ein Rückzug, den wir machen. Und wir verstärken unsere Ängste dadurch, weil wir uns nachher letztendlich gar nichts mehr zutrauen. Und dann ist der Punkt erreicht, wo wir wirklich
unsere Souveränität verlieren und wo wir immer mehr Energie aufwenden müssen, um überhaupt noch halbwegs so eine Maske aufzusetzen, dass wir einigermaßen funktionieren. Und hoffen immer, dass wir nicht auffallen. Also ihr seht alle, dass Angst schon ein sehr, sehr, sehr weites und auch vor allen Dingen in Beziehung zu anderen psychischen Erkrankungen stattfindendes Phänomen ist. Das ist schon eine ganz wichtige Sache. Ein ganz anderer Punkt ist auch noch, wenn wir uns die Angst einmal anschauen, ich spreche jetzt erstmal nur von der Theorie ein bisschen, ist, dass wir Angstfantasien entwickeln. Die sind laut Literatur ein Hauptmerkmal von Ängsten, weil sie, bei diesen Fantasien geht es hauptsächlich darum, dass wir Fantasien entwickeln, was passieren wird oder was passieren könnte. Das heißt, letztendlich sind wir mit unserer Angst beschäftigt, was in der Zukunft passiert. Und das, was in der Zukunft passieren könnte, ich betone könnte, ängstigt uns dann noch mehr, macht uns noch enger. Denn wir müssen einmal schauen, wenn wir Angst als Grundgefühl haben und uns dann vorstellen, was in der Zukunft passiert, ist doch es ganz einfach, weil wir denken, was in der Zukunft passiert, ist negativ. Es ist also eine negative Besetzung von Angstfantasien oder Zukunftsfantasien, die werden negativ besetzt. Ja? Wenn wir zum Beispiel sagen würden, oh, die Zukunft ist gut und ich werde das schon alles packen, leiden wir nicht mehr unter Angst. Dann haben wir Vertrauen, dann haben wir Stärke und dann haben wir auch nicht mehr, sind wir auch nicht mehr im Angstmodus drin. Aber ihr seht daran, dass wenn wir etwas in die Zukunft projizieren, genau bei der Angst es immer negativ ist. Es ist immer eine Bedrohung, es ist immer etwas, was mich vernichten kann, was mich auflösen kann, was mich ja dazu führt, dass ich ausgeschlossen, nicht mehr geliebt oder wie auch immer bin. Und das ist der entscheidende Punkt bei Angstfantasien. Angstfantasien sind von ihrem Punkt her A auf die Zukunft gerichtet und B sind sie immer negativ besetzt. Wenn wir positive Fantasien hätten, hätten wir keine Angstfantasien mehr. Dann würden wir in die Zukunft schauen, selbstbewusst, vertrauensvoll und so weiter und so fort. Ein anderer Punkt, der auch die Angst noch ausmacht, und das hat auch ganz viel mit Buddhismus zu tun, ist, dass wir, wenn wir unsere Gedanken anschauen, feststellen, dass wir in einer Gedankenspirale gleichsam kommen. Der Angst oder der Angst Mensch, der Patient oder derjenige, der Angst empfindet, leidet unter dem sogenannten zirkulären Denken. Das heißt, er findet aus seinem zirkulären Denken keinen Ausweg. Und wie das Denken so üblich ist, wird das Denken, wenn ich zirkulär denke, eigentlich immer eine Spirale nach unten sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Dass unser Denken negativ ist. Und eigentlich wir keine positive Lösung arbeiten oder daran herankommen können, sondern der Zirkel immer mehr nach unten geht und durch unsere Gedanken leiden wir noch mehr. Es sind eigentlich unsere Gedanken, die unser Leid verursachen. Das sagt übrigens auch, erstaunlicherweise gibt es eine sehr große Verbindung zwischen der Theravada-Ansicht von Ayakema, eine große Theravada-Lehrerin, und auch von den großen tibetischen Lehrern wie Pema Chödrön oder aber auch von Thubten Chödrön und so weiter und so fort. Also die Lehre ist einfach, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen, wie ist die Qualität unserer Gedanken. Die Gedanken führen uns entweder in den Abgrund oder sie führen uns zur Evolution oder zur Weiterentwicklung. Ich will nicht Evolution gleich sagen, was so herklingt, aber zur Weiterentwicklung. Ja? Also müssen wir sehr aufpassen, wie sind unsere Gedanken. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich wiederhole nochmal, Angstfantasien und Gedanken, beides in Kombination, wenn es negativ besetzt ist, führt uns geradezu in eine sehr, 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 oder kann uns in einer sehr starken Krise führen. Da müssen wir auf diesen beiden Punkten aufpassen. Ein wichtiger anderer Punkt ist auch noch der, dass wenn wir in unseren Gedanken so negativ sind und wenn er mal richtig feststellt, hassvolle Gedanken, neidische Gedanken,
gierige Gedanken oder Gedanken von Übelwollen auf andere Personen bezogen. Was passiert? Sie schmerzen. Ganz einfach, wenn wir das mal beobachten, wie unsere Gedanken, wenn wir negative Gedanken haben, wie wir darauf, wie wir uns dann fühlen, bedeutet es, wir haben ein Schmerzgefühl. Wenn wir nun aber beginnen, unsere Gedanken gleichsam richtig ernst zu nehmen, unsere Gedanken in gewisser Hinsicht ihnen zu glauben, unseren negativen Gedanken zu glauben, dann kann es passieren, dass wir da langsam aber sicher in eine Art von Realitätsverlust kommen. Wir sehen die Dinge nicht mehr so, wie sie wirklich sind, sondern wir sehen sie verzerrt. Wir sehen sie unter dem Antrieb von Angst, unter dem Impetus von Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit. Und da müssen wir sehr aufpassen, weil Angst unsere Gedanken affiziert, also berührt, unsere Gedanken negativ werden und wir eigentlich die Weltsicht, die wir eigentlich haben sollten, die neutral bis positiv sein sollte, dass diese Welt sich zusammenbricht. Auch übrigens unsere eigene Sicht auf uns selbst. Das ist eine ganz gefährliche Kiste, weil es bedeutet, dass wir einen Realitätsverlust erleiden und dass wir wirklich nicht mehr die Dinge so sehen, wie sie sind. Wie sind die Dinge so, wie sie sind? Kann man jetzt viel diskutieren. Die Dinge sind so, wie sie sind, in der Form, wie sie sich mir zeigen. Aber wenn ich jetzt Angst habe, zeigen sich die Dinge so, dass ich sie negativ mit einem negativen Vorzeichen vor der Klammer beschreibe. Weil ich ein negatives Vorzeichen vor der Klammer habe, ich bin kein großer Mathematiker, dann werden alle Dinge in der Klammer, auch soweit ich weiß, habe ich mir in der Schule irgendwo mal gelernt, schon 20, 30 Jahre her, werden die Dinge in der Klammer auch negativ. Ich glaube, das ist so, ne? Wahrscheinlich. Ne? Also, ich habe da keine große Ahnung von, gebe ich zu. Aber wir haben ja hier Lehrer unter uns, die das wahrscheinlich noch viel besser dann mitteilen. Ja, können wissen nicht. Also, ich habe es bei irgendwo mal gelernt. Ich bin kein Mathematiker. Ich habe nie Ahnung von Mathematik gehabt. Ich weiß da nicht viel drüber. Aber ich weiß nur, wenn wir die Negativität vor der Klammer setzen, wird ja alles in der Klammer auch negativ. Also müssen wir da sehr gut drauf aufpassen, dass wir ein bisschen unsere Gedanken und unsere Fantasien so hingehend auf eine reine Sichtweise kriegen, dass wir die Dinge mehr so sehen, wie sie wirklich sind. Das bedeutet auch, dass wir nicht andauernd alles fehlinterpretieren. Ein großer Punkt von Angst ist, dass Menschen häufig sagen, sie fühlen sich angegriffen. Menschen, die sagen, ein anderer Mensch sagt zu jemandem, ach, da habe ich da irgendwas erzählt und man fühlt sich sofort angegriffen. Derjenige, der das gesagt hat, ist manchmal ganz überrascht und fragt sich, ich habe das doch gar nicht so gemeint. Es war eine heitere oder eine normale Bemerkung und du fühlst dich angegriffen und gehst auch selbst gleich auf Angriff über. Hier müssen wir immer sehr aufpassen. Derjenige, der sich dabei ertappt, dass er sich häufig angegriffen fühlt, derjenige sollte mal überprüfen, ob hinter diesem Angriffsgefühl nicht wirklich auch eine Angst stecken könnte oder auch eine depressive Verstimmung. Denn wie gesagt, Angst und Depression sind häufig in Korrelation, also in Wechselwirkung oder in Beziehung. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns immer wieder auch selbst beobachten. Wenn ich so reagiere und überreagiere, was eigentlich bei einer bestimmten Situation dahinter stecken könnte. Dazu brauchen wir aber auch Zeit. Wir müssen uns auch die Möglichkeit geben, uns kritisch zu hinterfragen und uns auch kritisch mit bestimmten Dingen oder Verhaltensmuster, diese Verhaltensmuster auch mal reflektieren. Also, wenn ich nie Zeit für mich habe, wenn ich nie mir auch Zeit nehme, dann gelingt es mir nicht, etwas für mich klar zu kriegen. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir sehr gehetzt sind. Termindruck hier, Termindruck da.
Ich habe das vorige Tage auch erlebt. Ich habe in den letzten Woche irgendwie jetzt VHS in Karst und in Krefeld, dann im Buddha e.V. habe ich was gemacht, jetzt heute den Vortrag und morgen, Montag muss ich einen neuen Vortrag machen. Da habe ich jetzt zu meiner Freundin gesagt, ich muss jetzt mal 2 Tage zur Ruhe kommen. Ja, weil mir das zu viel wurde. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, einfach auch sich selber zu prüfen und die Sensorik, die innere Sensorik zu spüren. Oh, es ist zu viel. Ich kann auch nicht kreativ sein, weil ich, wenn ich nur permanent unter Termindruck bin. Ich muss mir geradezu eine Auszeit auch mal geben und nehmen, weil nur durch Entspannung habe ich wieder Zugang zu meiner, ich sag's mal, spirituellen Inspiration. Wir können spirituell in Klammern setzen. Ich habe dann Zugang, wenn wir im normalen Leben sind, zu meiner Inspiration, zu den Quellen meiner Inspiration. Deswegen ist es so wichtig, im hektischen Getriebe der Zeit auch einmal an sich zu denken, sich ein bisschen zurückzuziehen und auch einmal einen Tag oder einen Abend wirklich zu sagen, ich brauche Zeit für mich, um einfach auch nochmal sich selbst kennenzulernen, um mal hineinzufühlen, wie es mir wirklich im Augenblick geht. Wenn ich nur getrieben bin, habe ich keinen Kontakt zu mir selbst. Wenn ich nur getrieben bin, nehme ich manchmal gar nicht wahr, was in mir abgeht. Ich merke es dann irgendwann, dass ich irgendwann als Ausdrucksform oder als Manifestation dessen, ich aggressiv zu anderen Leuten werde, ja, mich schneller angegriffen fühle, dass ich gereizt reagiere, dass ich nervös bin. Und dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, meine Hobbys oder meine Literatur oder irgendwas, was ich möchte, was ich gerne mache, dem nachzugehen. Das sind die Manifestationen. Wenn ich aber niemals merke, was in mir wirklich los ist, bleibe ich immer nur bei den Manifestationen. Also deswegen ist es so wichtig, zu spüren gleichsam, was ist in mir los? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und sich auch diese Ruhe zu gönnen, sich zu spüren, sich wahrzunehmen. Und eben auch, wenn man merkt, ich habe solche Manifestationen, zu prüfen und zu gucken und zu sagen, dass man sagt, okay, ich werde versuchen, Kontakt zu mir zu finden und etwas verändern. Dazu brauchen wir Zeit. Jegliche geistige Disziplin bedeutet ja, dass wir uns selber kennenlernen. Dieses selber kennenlernen auswerten und es in die Außenwelt transportieren in Form von Freundlichkeit, von Mitgefühl und so weiter und so fort. Also, die Grundvoraussetzung all dessen ist, haben wir Kontakt zu uns selbst? Haben wir auch die Kraft, es dem Partner, der Partnerin zu sagen, hör mal, ich brauche jetzt einmal Zeit für mich selbst? Viele Menschen haben ja auch schon Schwierigkeiten, das manchmal zu sagen. Also den Mut zu entwickeln, zu sagen, ich brauche mal Zeit für mich, ich brauche mal eine Auszeit von einem Tag, ich gehe mal in mein Zimmer, ja, und möchte mal einen Abend oder einen Tag mal Ruhe haben oder mal rausgehen, alleine zu sein, das sollten wir schon haben, den Mut. Sonst sind wir immer nur auf andere Menschen in Verbindung, aber wir haben zwar Verbindung zu anderen Menschen, aber wir haben wenig Verbindung zu uns selbst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir das beachten. Ein ganz praktischer Hinweis auch. Dann haben wir noch ein anderes Problem mit der Angst, dass wir, wenn wir sehr ängstlich sind, uns ganz häufig auch identifizieren. Wir identifizieren uns mit den angstauslösenden Objekten. Entweder sagen wir, alle Dinge sind beängstigend und ich fürchte mich oder ich ängstige mich vor etwas, was vielleicht diffus ist oder bei einer Furcht auf ein Objekt bezogen. Aber ich versuche oder komme gar nicht mehr dazu, diese persönliche Sichtweise auf das Angst- oder furchtauslösende Objekt zu kriegen. Und ich mache das Ding viel größer, als es ist. Kennen wir alle. Wenn wir in einer Angstphase sind oder in einer starken Furchtphase sind,
wird aus dem ursprünglichen Objekt, was uns ängstigt, schnell etwas, was riesengroß wird. Und das ist dann so ein Gefühl, dass wir da nicht mehr rauskommen, und so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Aber was wir vergessen ist, dass wir es sind, die dieses Angstauslösende immer mehr vollpustet, aufpustet, aufbläst. Das ist auch wieder so ein wichtiger Punkt. Wir identifizieren uns mit diesem angstauslösenden Objekt, indem wir da ganz viel Energie reinsetzen, uns vorstellen, ach, wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. Es wird immer schlimmer. Von jedem Tag, wo ich darüber nachdenke, wird es schlimmer. Und das wird immer riesiger. Aber bei objektiverer Betrachtung stellen wir vielleicht fest, oh, es ist vielleicht gar nicht so groß. Oh, ich habe ja vielleicht eine Möglichkeit, einen Ausweg zu finden. Aber das passiert nicht, dieses Gefühl von Freiheit, dass wir sagen können, ich kann einen Ausweg finden. Das passiert nicht, wenn wir uns mit dem Objekt so richtig unsere Klauen reinschlagen und es so daran festbeißen, dann haben wir keine Freiheit. Dann können wir nicht sagen, es gibt Alternativrouten, es gibt andere Wege, die ich gehen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also nicht diese permanente Identifizierung. Ein anderer Punkt ist auch noch, was wir auch immer gerne, wo wir immer auch gerne reinfallen, ist, dass wir so eine dualistische Sichtweise bekommen. Entweder sagen wir, ach, die Angst, das wird schon gut gehen, und ich rede mir was ein. Ich sage mir, das werde ich handeln. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich sehe gar nicht realistisch, wie schlimm oder wie wenig schlimm es wirklich ist. Sondern ich tue da einfach ein Tüchlein rüber. Ein schönes, angenehmes Tüchlein. Damit es schön aussieht. Der andere dualistische Sichtweise ist, dass ich sage, ich blase das Ding so sehr auf und verliere dadurch auch wieder den Kontakt zu dem Objekt. Die dualistische Sichtweise ist immer eine hinderliche Sichtweise. Weil sie bedeutet, dass ich nur zwei Pole habe. Zwei Dinge habe, wo ich sage, das wird so sein oder das wird so sein. Aber so ist Leben nicht. Definitiv nicht. Das wissen wir eigentlich alle. Leben ist nicht nur ein Extrempol hier und ein Extrempol da. Sondern Leben vollzieht sich in den Zwischenräumen dieser beiden Pole gleichsam. Ja? Und das bedeutet eigentlich, dass wir, wenn wir das betrachten, wir viel größere Freiheit haben, angemessen, sinnvoll zu reagieren und uns auch selbst in gewisser Hinsicht zu schützen. Zu schützen vor einer falschen Sichtweise. Ihr wisst, alle Leute, die sehr dogmatisch sind, sind Menschen, die einen Pol ganz wichtig nehmen. Warum sind Menschen dogmatisch? Weil sie solche Angst haben, dass, wenn eine andere These passiert, ihr dogmatisches Gebäude, ihr Gedankengebäude zusammenbrechen kann. Ja? Deswegen sollten wir uns davor hüten, einen Pol in unserem Leben extrem stark zu haben oder zwischen zwei Polen nur hin und her zu lavieren. Das Leben ist jenseits der Polarität. Das Leben ist ein viel größerer Bereich, als wir das in der Regel zugestehen sollten. Eine andere Weise ist, wie wir mit Angst umgehen, ist, dass wir sagen, oh, ich grübel. Grübeln und zirkuläres Denken sind relativ ähnlich. Zirkuläres Denken ist, wir denken immer in gleicher Bahn. Das belastet uns, das macht uns auch erschöpft. Grübeln ist nichts anderes als, ich bin gar nicht bereit. Ich bin gar nicht bereit, etwas Neues auf mich zukommen zu lassen. So ein Grübeln ist meistens ein Selbstzweck, wo man sich selber etwas vormacht und wo man selber meint, ach ja, ich bin ja in diesem angenehmen Grübelmodus. Ja? Dieser Grübelmodus gibt mir ja Schutz und Sicherheit, weil ich muss mich ja eigentlich nicht bewegen. Grübeln bedeutet eigentlich, dass man vertane Energie hat. Dass man eigentlich das nicht nutzt, was wir wirklich haben. Grübeln ist völlig sinnlos. Grübeln führt zu gar nichts, außer dass wir noch mehr Schmerz haben, uns noch mehr eingeschränkt fühlen, uns noch mehr traurig fühlen. Deswegen ist Grübelei eigentlich eine ganz sinnlose und fast Nonsens des Geistes eigentlich.
Dann gibt es noch eine andere Sache, wie wir auch mit Ängsten, was auch mal häufig mit Ängsten zusammenhängt. Wir entwickeln irgendwann Schuldgefühle. Ich habe eine Tat vollbracht, daraus entsteht eine Angst und was passiert? Aus der Angst entsteht dann irgendwann ein Schuldgefühl. Eine Selbstanklage, man macht sich, hat Schuldgefühle, Gewissensbisse und macht sich selbst nieder. Das bedeutet aber auch, dass wir keine Verantwortung für unser Leben übernehmen. Ich sage das ganz bewusst. Wer Schuldgefühle hat, übernimmt keine Verantwortung für sein Leben. Das mag sich jetzt für viele Leute sehr hart anhören, aber es bedeutet, dass wir Schuldgefühle dann wegkriegen können oder sie ad absurdum führen, was sie eigentlich sind. Dass wir sagen, okay, ich habe etwas getan, was nicht gut ist. Ich treffe mich und habe den Mut, mich mit einer Person zu treffen, die ich vielleicht geschädigt habe, wo ich jetzt Angst habe, deswegen. Aber ich tue es. Ich konfrontiere mich. Ich habe den Mut, jemanden zu sagen, ich entschuldige mich. Kann ich etwas für dich tun, dass ich das, was ich angerichtet habe, einigermaßen vom Schaden her begrenze? Den Mut zu haben, auf jemanden zuzugehen, den Mut zu haben, auf jemanden so zugehen, dass man wirklich Reparation anbietet. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das tut, werden eure Schuldgefühle sofort weg sein. Schuldgefühle sind auch unüberflüssig, weil eigentlich ich nur beim Schuld ist, bei der Schuld bin ich nur bei mir und meinen eigenen schuldigen Gedanken. Was dabei die Folge ist, ich mache mich selbst wieder klein. Anstatt zu sagen, ich kann die Schuld in Anführungszeichen beheben, indem ich mich konfrontiere, den ersten Schritt mache, auf jemanden zuzugehe und zu sagen, was kann ich für dich tun? Ich muss mich entschuldigen. Dann ist die Schuld weg. Denn wenn wir uns entschuldigen, sind wir ja entschuldigt. Das liegt ja im Wort schon drin. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also den Mut zu haben, auf jemanden zuzugehen, den Mut zu haben, sich zu entschuldigen, führt dazu, dass unsere Schuld weitaus weniger wird. Jetzt gibt es aber noch die Frage, wo man sagen kann, ja, aber dankbar, was machen wir denn mit der Angst und der Furcht? Angst und Furcht haben eine gute Funktion. Ganz einfach. Angst und Furcht hat jedes Lebewesen, wenn es sich bedroht fühlt. Wenn wir früher in der Steinzeit, was weiß ich, ein Säbelzahntiger uns zum Frühstück essen wollte, dann müssen wir abhauen, weil wir wissen, sofort in der ersten Sekunde habe ich keine Chance gegen. Ich kann nur fliehen. Also bedeutet Angst auch eine körperliche Schutzmechanismus, um meine Entität, meine physiopsychische Entität zu schützen. Ich muss abhauen. Dafür werden dann ganz schnell Adrenalin ausgeschüttet, meine Muskeln werden angesprochen, mein Herz schlägt und ich kann mich aus der Gefahrensituation begeben. Also das ist eine Funktion von Angst, die eigentlich qua Natur in uns vorhanden ist. Die Natur gibt uns die Möglichkeit, wenn wir eine ängstigende, auslösende Situation sehen, dass wir abhauen können. Also bedeutet, dass Angst erstmal auch ein ganz natürlicher Schutzmechanismus ist. Ist ganz natürliches. Wir wissen innerhalb von einer Sekunde, kann ich mich mit dem Tier, was Angst auslöst, konfrontieren? Kann ich überleben? Oder werde ich verlieren? Das wissen wir in wahrscheinlich Bruchteilen sogar einer Sekunde. Und wir wissen automatisch, wie wir reagieren. Wenn wir Angst haben, fliehen wir und versuchen uns in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Jetzt kommen wir zu den sogenannten zwei Emotionsfeldern. Und da möchte ich auch dann die Psychologie ein bisschen abschließen, weil das wir so als Grundlage dann haben. Es gibt zwei Emotionsfelder, die heißen Angst und Hoffnung. Die sind in gewisser Hinsicht in Verbindung miteinander. Und zwar müssen wir uns erstmal anschauen, was gehört eigentlich zum Emotionsfeld Angst? Sorge, Kummer, Spannungsgefühl, Beklemmung, Panik und Furcht, Zorn, Wut, Ärger, Aggression, Depression, Zwang und so weiter.
Was gehört zum Emotionsfeld Hoffnung? Mut, Tatkraft, positive Öffnung, Netzwerkbildung, also Freundeskreise, Hilfestellungen, Vertrauen, Nähe, Freude, Heiterkeit und positive Neugier. Diese beiden Dinge sind einerseits Emotionsfeld Angst und andererseits das Emotionsfeld Hoffnung. Was versteckt sich eigentlich in der Hoffnung? Und was versteckt sich eigentlich in der Angst? In der Angst verstecken sich alle unsere negativen und alle unsere negativen geistigen Hemmnisse, die uns hindern, weiter zu wachsen. In dem Emotionsfeld Hoffnung stecken alle geistigen Funktionen von uns, die uns dazu fördern, wachsen zu können. Zum Beispiel Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel, dass wir eine positive Neugier bekommen. Zum Beispiel, dass wir Mut und Tatkraft in uns entwickeln. Und da haben wir auch schon den Weg, wie wir eigentlich mit Angst beginnen, langsam uns bekannt zu machen und mit ihr zu arbeiten. Wir müssen ja nicht immer nur den Fokus auf die Negativität von Angst legen. Wir können ja auch beginnen zu sagen, okay, es gibt von jedem Angstfaktor einen Gegenfaktor, den ich kultivieren kann. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger spiritueller Punkt. Und jetzt nähern wir uns auch den spirituellen Herangehensweise, wie wir an die Dinge rangehen können. Und da möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie wir mit Angst eigentlich spirituell umgehen können. Erst einmal müssen wir uns klar machen, nimm Angst als Gefühl wahr. Es ist ein Gefühl. Zweitens, gehe nicht gedanklich in die Angst hinein. Wenn du gedanklich in die Angst hineingehst, wird sie stärker, weil du dich in die Angst dadurch aufbaust und sie in gewisser Hinsicht auch nährst. Wir kennen das alle mit dem Punkt mit dem Nähren. Ich erlebe das bei mir immer, wenn ich in der Meditation bin und es kommt in meinem Geist hoch ein Film, ein Dialog, wo ich mich über jemand aufrege. Meine Gedanken werden immer schlimmer, weil ich mich über diese Person aufrege. Sobald ich aber sage, hör auf, nähre das nicht mehr, also gedanklich das nicht verstärke, es nicht noch mit Energie versorge, in dem Augenblick bin ich frei oder es kommt eine spürbare Entlastung zustande. Also nähren wir nicht gedanklich. Das bedeutet, dass wir achtsam sein sollten. Wenn wir unser andauerndes Gequatsche in unserem Geist haben und wir beginnen, auf ein negatives Boot aufzuspringen und immer mehr das nähren, dann wird es immer gefährlicher. Wir müssen also aufpassen, dass wir gedanklich nicht nähren und dass wir bei dem Gefühl von Angst bleiben können. Denn ihr werdet vielleicht feststellen, das Gefühl von Angst ist relativ gut aushaltbar, solange wir es nicht gedanklich nähren. Solange wir auch wir die Angst nicht nähren und sie aufplustern, dann ist das Gefühl von Angst relativ gut aushaltbar. Und wir müssen uns auch klar machen, dass Angst jedes Lebewesen trifft. Nicht in die Falle tappen zu sagen, oh, nur ich leide so stark. Nur mir geht es so schlecht. Sondern Angst ist etwas, was wirklich alle Wesen trifft, die nicht nach buddhistischer Auffassung erleuchtet sind oder vollständige Furchtlosigkeit erreicht haben. Also ganz wichtig, Achtsamkeit auf die Gedanken, nicht nähren, um Angst durch Gedanken oder durch andere Dinge wie etwas aufblasen oder es noch verstärken, noch schlimmer machen. Der nächste Punkt ist, der auch ganz viel mit dem Nähren zu tun hat, wir sollten, wenn wir die Dinge sehen, weder sollten wir übertreiben, noch sollten wir die Dinge untertreiben. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Angst so annehmen, wie sie sich im Augenblick zeigt.
Und wir gehen da nicht unbedingt in die Zukunft und erinnern uns, dass die Zukunftssachen sowieso noch nicht eingetroffen sind und dass wir, wenn wir in die Zukunft gehen, die Sachen sowieso alles schlimmer machen. Noch gehen wir unbedingt stark in die Vergangenheit rein und versuchen da durch Schuldgefühle oder durch andere Mechanismen uns noch mehr in die Angst zu begeben. Wichtig ist, wir sollten die Angst nicht übertreiben, wir sollten die Angst auch nicht untertreiben. Wir sollten bei dem Gefühl von Angst bleiben. Wir können bei einem Geisteszustand bleiben. Wir können etwas fühlen und dabei bleiben, ohne es zu bewerten, ohne es aufzublasen oder es kleinzureden. Einfach nur wahrnehmen ist ein ganz interessanter Punkt, etwas mal nur zu spüren. Der Zen-Dichter Ryokan, der im 17. und 18. Jahrhundert gelebt hat, sagte, wenn du Angst hast, hast du Angst. Wenn du stirbst, stirbst du. Mehr nicht. Da steckt viel hinter. Die Dinge einfach so anzunehmen, wie sie sich im Augenblick zeigen. Und zu sehen, dass die Dinge sich auch permanent verändern. Aber ich muss mich nicht mit der Angst oder mit dem Phänomen verbinden. Ich muss mich nicht identifizieren. Ich kann beginnen, das nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen, sondern ich kann sagen, okay, ich spüre Angst, aber ich bleibe bei dem Gefühl von Angst, das zu spüren. Aber ich bohre mich da nicht rein. Ich nehme es wahr und lasse es dann wieder los. Und wenn sich die Angst wieder in 2 Minuten zeigt, nehme ich sie wieder kurz wahr und lasse sie los. Das ist damit gemeint, Dinge nicht zu nähren und Dinge nicht zu füttern. Ein anderer Punkt, den ich auch spirituell für sehr wichtig halte, ist, wenn wir starke Angst haben, haben wir in dem Augenblick auch ein starkes Ego. Warum haben wir ein starkes Ego? Weil wir denken, oh, ich bin ja so groß in Gefahr, dass mein Ego vernichtet werden kann. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich selber humorvoller zu betrachten und sich nicht selber so unglaublich wichtig zu nehmen. Abt Muhu sagte, als ein Schüler, oder hat in seinem Buch auch das geschrieben, dass eine der wichtigen Aussagen, die er von einem Lehrer bekommen hat, gesagt wurde, dass er gesagt hat, nimm dich nicht wichtig, du bist überhaupt nicht wichtig. Was dahinter steckt, bedeutet, dass wir uns einfach nur realistischer sehen sollten und dass wir nicht uns eine so unglaubliche Importanz zubilligen sollten. Wie entspannend ist es doch, wenn man vielleicht gar nicht so wichtig ist. Was für ein Kuckeloris gebe ich auf, wenn ich nicht mehr so wichtig bin? Ich muss nicht mehr mithalten. Ich muss nicht mehr das neueste Auto haben. Ja, ich muss mich nicht mehr so wichtig nehmen. Was für eine Entspannung. Ich empfinde das persönlich so, weil ich mich früher sehr, sehr wichtig genommen habe. Und ich empfinde das seit einigen Jahren als eine unglaubliche Befreiung, mich nicht mehr so wichtig zu nehmen. Dadurch habe ich auch zum Beispiel gar nicht den starken Leistungs- und Erwartungsdruck. Ich kann immer nur das Beste für meine Studenten geben, was ich geben kann. Wenn ich mich wichtig nehme, dann würde ich sagen, oh, es muss jetzt ein wunderbares Seminar werden. Ich muss die Leute beeindrucken. Sie müssen mir sagen, ich bin genial oder was weiß ich. Dann nehme ich mich sehr, sehr wichtig. Was für ein Stress. Kein Wunder, dass man dann irgendwie mal eine nervöse oder vegetative Dystonie bekommt und zum Arzt geht. Ich glaube, dass es so wichtig ist zu sagen, okay, ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht überall mich wichtig nehmen. Und ich muss mir selber auch nicht so eine unglaubliche Importanz zumessen. Denn wenn ich sage, ich bin wichtig und der andere sagt auch, ich bin wichtig, dann passen 2 Egos nicht durch den Türrahmen. Dann bumsen die gegeneinander und dann gibt es Ärger. Ja, 2 große Egos, die aufeinander treffen, geht nie gut. Was die Lösung des Ganzen wäre, ist, dass wir sagen, okay, 2 Egos kommen aufeinander zu und wir sagen, okay, wir beide nehmen uns wichtig, wir versuchen uns mal jetzt weniger wichtig zu nehmen. Da kommt man auch wieder zu einer Art von Kommunikation. Das ist der einzige Punkt, den man machen kann. Also nehmen wir uns nicht so wichtig. Und ermuntern wir andere Menschen auch, sich nicht so wichtig zu nehmen, weil das bedeutet, wie gesagt,
Erwartungsdruck geht weg, Leistungsdruck sinkt und letztendlich auch unsere Ego-Verfettung geht zurück. Ein schlankes Ego ist flexibel. Ein schlankes Ego kann sagen, okay, machen wir mal so. Ja, versuchen wir mal was Neues. Ja, und das ist, glaube ich, eine andere Art von Kommunikation, als wenn man sagt, ich bin so wichtig, du bist so wichtig und wir kämpfen jetzt dagegen, wer wichtiger ist. Mein Ego ist aufgeblasener als deins. Das führt in der Regel zu gar nichts, außer zu geistigen Blähungen. Ja, und Sie wissen alle, wie Blähung ist. Ja, auf Dauer kommt eh nur heiße Luft raus. Und es geht meistens in die Hose irgendwann mal. Ja, und dann müssen wir uns auch ganz klar machen. Ein wichtiger anderer Punkt könnte sein, mach dich in einer Angstsituation für andere ein bisschen nützlich. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir unser Ego nicht mehr so wichtig nehmen. Wenn ich mich beginne, nützlich zu machen, bin ich bei anderen Leuten. Wenn ich was für andere tue, bin ich nicht mehr in meinem eigenen Ego-Modus, sondern ich beginne zu sehen, ja, ich kann ja was machen. Also sich nützlich zu machen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Den anderen Menschen zu helfen. Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist. Es bedeutet, ich verlasse für einen kurzen Augenblick meine Ego-Hölle. Ja, ich tue etwas für andere Menschen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der dahinter steckt. Ein ganz anderer Punkt, der auch noch wichtig ist, ist, achten wir doch einfach auf unsere Ethik. Wie wollen wir mit Angst umgehen, wenn wir nicht anschauen, wie ist unsere persönliche Ethik? Bin ich freundlich? Übe ich mich daran, anderen Menschen großzügig gegenüberzutreten? Bin ich hilfsbereit? Achte ich auf meine Sprache? Muss ich unbedingt zickig sein? Kann ich nicht einfach meine Sprache freundlich ausdrücken? Wenn wir schon beginnen, zu anderen Menschen freundlich zu sein, und sei es nur in der Straßenbahn oder bei der Verkäuferin oder wie auch immer, dann beginnen wir einen Schritt zu machen, wo wir mehr Licht in unser Leben lassen, wo wir mehr Freundlichkeit üben. Das Ziel vom Buddhismus ist letztendlich Egolosigkeit. Und was ein wichtiger Schritt dahin ist, ist zu sagen, ich versuche, die positiven Qualitäten, die in meinem Geist vorhanden sind, langsam in meiner Zeit, aber diszipliniert am Ball bleibend zu kultivieren. Ein harmloses, freundliches Guten Tag. Ein freundliches, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag an der Kasse, wenn ich die Verkäuferin sage. Anstatt die Ware zu nehmen, zu Geld bezahlen, wegzugehen, mich umzuholen, wegzugehen. Einfach mal zu sagen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, es ist mir sehr schwer gefallen, als ich das vor ein paar Jahren begonnen habe. Mittlerweile übe ich mich dabei, einfach so neutrale, in Anführungszeichen neutrale Begebenheiten des Lebens aufzuwerten, indem ich einfach wirklich schaue, oh, ich kann dieser Person ein Lächeln schenken. Ich kann sehr freundlich sein. Ja? Und ich glaube, da beginnt es schon. Da beginnt es schon, unsere Ethik zu überprüfen. Bin ich freundlich? Bin ich großzügig, indem ich zum Beispiel mal zuhören kann? Auch das ist Großzügigkeit. Es gibt ja materielle und ideelle Großzügigkeit. Nehme ich mir Zeit, meinem Partner mal zuzuhören? Das einfach mal zu beginnen, ist ein ganz wichtiger Schritt für unsere Ethik. Denn wenn wir eine gute Ethik haben, dann haben wir die beste Grundlage und dann wird auch sukzessive, das kann ich euch versprechen, wird auch unsere Angst sich verändern. Sie wird ein bisschen minimaler. Sie wird nicht mehr von so großer Bedeutung. Weil bei der Angst, wenn ich mich nur mit der Angst beschäftige, ich leide. Wenn ich aber beginne, mehr auf andere zuzugehen, einem Schüler gut zuzuhören, einem Studenten gut zuzuhören, wo ich früher vielleicht gesagt habe, ja, der redet immer das Gleiche. Aber wirklich mal zuzuhören einem Studenten und vielleicht mal zu sehen, ah, das ist ein neuer Aspekt, den habe ich ja gar nicht wahrgenommen, mal nachzufragen. Das bedeutet doch ethisches Gewahrsein aufrechtzuerhalten. Wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin immer sage, ach ja, die erzählen so immer das gleiche Muster, dann bin ich in der Tat irgendwann mal in so einer Abstumpfungsphase. Wenn ich aber zuhöre, wenn ich nachfrage, wenn ich aber auch mal loben kann und sagen kann, das hast du toll gesagt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Oder auch als Lehrer, ich sage es zum Beispiel bei mir, bei meinen Studenten so.
wenn ein Student eine wirklich sehr, sehr gute Äußerung macht, dann sage ich auch, das war wirklich so, so gut, was du gesagt hast. Das wusste ich vorher noch gar nicht. Ich bin dann sehr authentisch. Und ich finde, es ist eine ehrenvolle Bezeugung eines Lehrers, wenn er sagt, oh, sie oder du hast recht, das wusste ich gar nicht. Das ist eine schöne Angelegenheit. Sich nicht so wichtig nehmen. Nicht alles wissen zu müssen. Ich weiß nicht alles. Das ist gut so. Gibt mir große Entspannung. Wenn mir ein Student was sagt, Herr Block, so und so sehe ich das und ich denke, ah, toll. Dann gehe ich inspiriert nach der Stunde nach Hause und schreibe mir in meinem Lehrerzimmer sofort auf, was der Student gesagt hat und versuche das nächstes Mal in meinem Vortrag reinzubringen. Und sage dann auch noch, das kommt von dem Student so. Da muss man auch ehrlich sein. Ja, das ist doch toll, ist doch wunderbar. Das ist doch eine Lebendigkeit, die doch da zum Ausdruck kommt. Und natürlich auch eine große Entspannung. Eine große Entspannung, nicht immer alles wissen zu müssen. Nicht immer perfekt sein zu müssen. Nicht immer vollständig omnipräsent und omnipotent zu sein. Klappt sowieso nicht. Besonders, wenn man älter wird. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also seid nützlich. Hört zu. Gebt dem Partner, dem Arbeitskollegen, den Studenten die Möglichkeit, sich zu erklären. Sagt nicht einfach, ja, da redet immer das Gleiche. So, hört genauer zu. Stellt Nachfragen. Dann ein anderer Punkt. Gehe an die Orte, die du fürchtest. Was bedeutet das? Wenn ich an die Orte gehe, die ich fürchte, na gut, ich kann sagen, oh, ich gehe mal zum Gateway über dem Gitter und hopse, wenn es irgendwie noch geht, mit aufgerissenen Hintern auf den Friedhof. Da gehe ich auch an die Orte, die ich fürchte. Ja, wenn ich das irgendwie noch schaffe, das Gitter hochzukommen. Aber ich kann auch innerlich an die Orte gehen, die ich fürchte. Und das habe ich gerade gesagt, sich einzugestehen, ich habe Angst. Ich gehe an den Ort, wo ich mich vorfürchte. Ich weiche nicht mehr aus. Ich fliehe nicht mehr. Und ich rede mir nichts mehr ein, was so nicht vom Bestand ist. Das ist damit gemeint, gehe an die Orte, die du fürchtest. Ein anderer Hinweis kommt von Ayakema. Ihr seht, ich versuche auch immer da, wo ich was Gutes abgeschrieben habe, das auch zu benennen. Das kommt von Ayakema, große buddhistische Nonne aus dem Theravada-Buddhismus. Sie sagte immer, habe Mut, etwas auszuhalten und versuche auch Dinge zu ertragen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir versuchen, für alle Sachen, die uns negativ kommen, Pillchen zu nehmen. Wir können ja manchmal gar nicht mehr ertragen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, klug, ich betone klug zu ertragen. Denn es bedeutet, ich habe die innere Stärke, etwas zu ertragen. Wir haben alle mal Frustration, wir haben alle mal Situationen, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo wir uns auch mit uns selbst nicht wohlfühlen. Ich kann dann zum Arzt gehen und kann sagen, gib mir mal ein Pillchen, damit ich mich wieder besser fühle. Klappt in der Regel nicht, auf lange Sicht. Oder ich kann wirklich sagen, ich versuche mal das Gefühl, dass ich mich heute mit mir nicht gut auskomme, das Gefühl mal auszuhalten, das mal zu ertragen. Gebt euch Mut, gebt euch Weite, Raum und schafft dadurch auch ein besseres Verhältnis zu euch selbst. Ein ganz anderer Punkt ist, lasse bewusst los. Es ist eine gute Übung, mal zu sagen, was habe ich heute, das kommt auch von Ayakema, was habe ich heute an Leid erfahren? Wenn wir mal den Tag uns angucken, stellen wir fest, oh, ich habe heute bestimmt ein paar Mal Leid erfahren. Wenn wir jetzt beginnen, das Leid loszulassen und zu sagen, okay, Leid ist da, ich brauche es nicht festzuhalten, aber ich lasse es einfach mal wirklich los. Schaffe ich mir auch Raum. Und ich werde mir bewusst, dass mein Leben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass ich gute Situationen im Leben habe, wo ich Leid erlebe und wo es gute Möglichkeiten gibt, wenn ich das Leid wirklich nutze, daraus zu lernen und mich zu entwickeln. Das bedeutet auch, nutze die Angst, um zu wachsen, nutze sie auch für mehr Mitgefühl.
Das hört sich sehr paradox an. Wenn wir uns richtig schlecht fühlen, wir haben starke Angst oder wir haben starke Depressionen. Manchmal geht unser Herz ganz weit auf, weil wir, sobald wir bei anderen Menschen das sehen, dass sie auch Angst haben und Leid haben, ganz starkes Mitgefühl kommt, weil wir es selbst schon erlebt haben. Und da sehen wir die Universalität von Leid, die Universalität von Angst und Furcht und Depressionen. Nur derjenige, der selbst weiß, wie es sich anfühlt, kann sein Herz öffnen, um wirklich anderen Menschen zu helfen. Auf seine Art, auf seine bescheidene Art, aber er hat ein starkes Mitgefühl. So bedeutet also Angst und Furcht und Schmerzgefühle letztendlich auch eine wunderbare Möglichkeit, unser Herz zu öffnen. Und das halte ich für eine sehr, sehr schöne Qualität, wenn wir es nutzen von unserem Geist. Ein anderer Punkt ist generell: Überprüft einmal, wenn ihr euch im Zug seid oder wenn ihr im Auto sitzt oder wie auch immer, wie ist die Qualität eurer Gedanken? Habe ich neidische, aggressive, selbstmitleidvolle Gedanken? Habe ich freundliche Gedanken, großzügige Gedanken? Und versucht einmal zu gucken, wenn wir das ganze tägliche Chaos unserer Gedanken sehen, dann können wir sagen, okay, die Gedanken, die positiv sind, die möchte ich verstärken. Die Gedanken, die negativ sind, den muss ich nicht permanent glauben und sie für zu ernst nehmen. Das halte ich auch für eine gute Übung, die Gedanken einmal von der Qualität her zu betrachten. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, wenn ich heute zum Beispiel mit der S-Bahn hier hingekommen bin, von Düsseldorf nach Essen, Steele. Da hatte ich einfach mal überlegt, schau doch mal die Fließgeschwindigkeit deiner Gedanken an. Es gibt Tage, da fließen meine Gedanken ruhig und es gibt Tage, da fließen meine Gedanken wie ein wilder Strom. Das einfach nochmal zu spüren, ohne es zu bewerten, ohne es zu kommentieren, kann eine sehr, sehr gute Einsichtsbetrachtung sein. Wir müssen uns mit unseren Gedanken nicht unbedingt identifizieren. Wir müssen es auch nicht glauben. Was wir machen können, wir können die Qualität unserer Gedanken anschauen und wir können auch die Fließgeschwindigkeit unserer Gedanken einfach mal eine Minute im Zug die Augen schließen und zu gucken, wie ist meine Qualität, was ist im Augenblick vorherrschend. Bin ich neidisch? Bin ich aggressiv auf meinen Partner, meine Partnerin? Guckt einfach mal, wie das wirklich aussieht. Ein weiterer Punkt ist, sich in Geduld zu üben. Wir leben ja auch in einer Welt, wo wir alles so schnell wie möglich haben wollen. Alles ist durch Amazon oder durch andere Händler gut erreichbar. Wir brauchen nur unsere Kreditkarte, einen Klick machen und schon haben wir es. Aber etwas Geduld bedeutet auch, dass wir vor allen Dingen mit uns selbst und unserer Ethik geduldig sind. Natürlich machen wir mal Fehler. Natürlich sind wir mal nicht so rein in unserer Ethik. Aber uns dafür anzugreifen, uns runterzumachen, uns kaputt zu machen, führt zu gar nichts. Aber was wir machen können, wir können Geduld haben. Wir können zu uns selber sagen, okay, es war nicht gut, dankbar, was du heute gesagt hast. Aber nächstes Mal werde ich das weiter fortführen, indem ich anders reagiere. Ich habe zu mir Geduld. Wenn ich zu einem Partner was sage und der Partner macht etwas, was mir nicht passt, dann ist es in der Regel so, dass wir uns dann aufregen oder anfangen zu nörgeln. Die Dinge laufen nicht so, wie wir sie wollen. Oh, ganz unangenehm. Ganz unangenehm. Wir müssen einen Schuldigen finden. Du bist es schuld. Aber mal Geduld zu haben, bedeutet doch, dem Partner auch mal zuzubilligen, dass er vielleicht so ist, wie er ist, und es passt mir vielleicht nicht. Es muss nicht alles so laufen, wie ich es will. Das fängt mit der U-Bahn-Verspätung im Hauptbahnhof an. Es geht zur Partnerschaft, es geht im Büro, im Lebensalltag, im Berufsalltag. Die Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollen. Ich kann mich dann furchtbar über alles aufregen. Ich kann Zeter und Mordio schreien.
Ich kann aber auch Geduld haben. Die Haltung von Geduld bedeutet auch, sich großen inneren Raum zu geben. Geduld ist eine, kennt heute kaum noch einer. Ja? Alles, was sie haben. Ja? Aber Geduld zu üben, kann sehr, sehr hilfreich sein. Kann sehr hilfreich sein. Weil es bedeutet, ich kann mich auch auf etwas freuen, wenn wir es positiv ausdrücken. Wenn ich sage, ich möchte ein neues Handy haben und ich habe das Geld nicht dafür, kann ich beginnen, dafür zu sparen. Ich kann geduldig warten, ob das neue Handy oder was weiß ich erreichbar ist. Manchmal stellt man fest nach 2 Monaten, oh, das Handy ist im Preis gesunken. Ich kann es jetzt kaufen. Manchmal stellt man nach 2 Monaten fest, ach, das Handy ist gar nicht mehr so wichtig. Und da sehen wir schon wieder die Veränderung aller Phänomene. Also wir sehen, Geduld sorgt dafür, dass unser Konto in Ordnung bleibt. Und es bedeutet auch, dass wir anerkennen, dass sich Dinge in ihrer Tiefe verändern können. Und ich habe Geduld zu anderen Menschen. Ich muss nicht darauf bestehen, apodiktisch darauf zu bestehen, das muss so laufen, wie ich es will. Das ist übrigens ein ganz häufiger Punkt bei Streitereien in Partnerschaften. Wir meinen, wir müssten alles so hinkriegen, wie wir es wollen. Aber das geht nicht. Wir können keinen Menschen dazu zwingen, so zu sein, wie wir das wollen. Und selbst wenn wir das tun würden, würden wir geistigen und spirituellen Missbrauch be betreiben. Wir würden den anderen Menschen keine Freiheit lassen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dem anderen Menschen Freiheit zu lassen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht für alles und jedes ansprechbar sind und nicht für alles und jedes kämpfen müssen. Wir können sagen, für diese Angelegenheit lohnt es sich, etwas Energie reinzugeben. Aber wir müssen nicht auf 50 Fronten gleichzeitig kämpfen. Das ist nur eine starke Erschöpfung. Die Dinge zulassen heißt, angemessen zu reagieren und zu wissen, wann ich kämpfen muss und wann ich es lieber sein lasse. Das ist übrigens ein Ausdruck, der sehr gut ist aus dem Theravada-Buddhismus. Das heißt die Wissensklarheit. Ich weiß, wie, in welcher Form und ob und wann ich überhaupt reagieren muss. Eine andere Sache, die auch ganz wichtig ist, gerade um den Umgang mit Schuldgefühlen nochmal im Weg zu kommen, ist, dass wir lernen, für unser Leben total die Verantwortung sukzessive zu übernehmen. Wir können nicht immer sagen, regel du das. Ja? Wir können nicht immer sagen, lieber Freund, mach das, Hausfrau, meine Ehefrau, mach das. Wir gehen in die Kirche und sagen dann, ja, ich mache ein paar Opferkerzen, hoffentlich passiert dann das, was ich will, regel du das mal für mich. Das geht nicht. Was wir machen können, ist wirklich bereit sein, aufzuwachen, zu schauen, wie unsere Handlungen sind und wirklich zu schauen, dass ich mein eigenes Leben verantwortungsvoll übernehme. Ich bin der Eigner und der Handelnde meiner Taten. Kein anderer. Wenn ich jemanden umbringe, ist das meine Tat, mein Karma, meine Sachen, die mit mir passieren werden. Ich kann nicht sagen, ach, du übernimmst das mal. Das geht nicht. Das heißt, ein eigenverantwortliches Leben zu führen, bedeutet, dass wir präsent sind, dass wir aufwachen ab und an mal und sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade mit mir? Das bedeutet, dass wir uns wirklich bemühen, Verantwortung für unser Leben und für unsere Handlungen zu übernehmen. Ein weiser Mann handelt wenig. Wenn er handelt, handelt er sehr, sehr zielgerichtet. Aber er vermeidet jegliche vorschnelle Reaktion, jegliches hysterische Gekreische. Ich glaube, das ist auch eine gute Übung im spirituellen Bereich. Letztendlich, wenn wir das alles zusammenfassen, kommen wir auf einen ganz interessanten Punkt. Wenn du beginnst, dein eigenes Leben mehr mit Freundlichkeit zu füllen, mehr mit Großzügigkeit zu füllen, mehr mit Mitgefühl zu füllen. Und wenn du beginnst, dein eigenes Leben vergebend, duldend, geduldig anzunehmen, so wie du bist,
Und das heißt auch, die negativen Seiten anzunehmen. Dann kannst du auch nach außen anderen Menschen das verzeihen, weil vieles, was du bei anderen Menschen kritisierst, ist ja selbst in dir. Denn ich kann ja nur das kritisieren, was ich in mir selber habe, sonst würde ich es ja gar nicht wahrnehmen. Wenn ich jemanden kritisiere, der ist geizig, dann kann ich meistens in der Tat feststellen, ich bin geizig. Sonst würde ich das gar nicht wahrnehmen, würde mich das gar nicht interessieren. Ja? Und das ist ein ganz interessanter Punkt, darüber mal vielleicht zu kontemplieren. Wir haben ja bald einen Kontemplationskurs hier, soweit ich das gehört habe von Thomas Hamann. Das wäre vielleicht eine ganz interessante Sache, mal das zu kontemplieren. Denn wenn ich selber zu mir gütig bin, aber auch weiß, was meine Schattenseiten sind und an diesen Schattenseiten in Anführungszeichen arbeite, dann habe ich viel Mitgefühl nach außen. Dann kann ich die Schattenseiten anderer Menschen viel besser ertragen. Ich bin viel ruhiger, ich bin viel gelassener. Und das bedeutet wirklich im spirituellen Leben die Aufhebung des dualen Denkens. Denn das, was in mir ist, ist auch in den anderen. Und das heißt, gehe auf die Welt zu, kultiviere das Gute in dir, schaue dir erstmal an, was für gute Eigenschaften du überhaupt hast. Und die kultiviere dann. Letztendlich bedeutet es, auf einer ganz tiefen Ebene etwas aufzubauen, was getragen wird von einer großen Liebe und Verständnis für mich und für andere oder für uns alle, wenn wir kein duales Denken mehr haben. Wir müssen einfach nur gucken. Wir haben ein, wie das Patrul Rinpoche sagt, wir haben die Eigenschaft, ein gütiges Herz zu besitzen. Wir müssen uns bloß vielleicht, und ich bitte darum, das mal zu überlegen, daran erinnern, dass wir ein gütiges Herz auch haben. Sich das klar machen, wir haben ein gutes Herz. Und wenn man sich daran erinnert, hat das Folgen für das Äußere und Folgen für das Innere. Und das ist das, was, glaube ich, die großen tibetischen Meister meinen, wenn sie sagen, kultiviere das Gute, schaue auf dein Herz, siehe andere nicht von dir getrennt. Übe dich im großen Mitgefühl. Denn jeder leidet, jeder hat Freude, wie wir auch selbst. Wir sind gar nicht so sehr verschieden. Nur unser Denken macht Dinge verschieden häufig. Deswegen sollten wir das Denken nicht zu ernst nehmen und unser Herz mehr kultivieren. Das wär's. Gut, für heute.